Ja! Ich muss mich kurz hinsetzen. Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Was ist das? Keine Ahnung. Aber es sieht so aus, als kann es fliegen. Hoffentlich fliegt mir das jetzt nicht um die Ohren rum. Naja. Das hier, sowie ganz, ganz viele coole weitere Sachen, habe ich über die letzten Wochen gefunden und gekauft. Also, obviously gekauft, sonst wären die jetzt nicht hier. Oder ich hätte sie geklaut. Aber nein, ich habe die wirklich alle gekauft. Da ist so komisches Zeug drin. Denn, wie ihr bemerkt habt, habe ich ja mir eine kleine Winterpause gegönnt und ein paar Wochen keine Videos hochgeladen. Und jetzt bin ich auch noch krank, deswegen gibt es Tee. Ja, ich hätte auch lieber Eistee. Heiß. Mein Gott, ist ja gefährlich. Aber nicht so gefährlich wie das Ding jetzt. Weil ihr wisst, alles, was fliegt, fliegt auch manchmal gegen meinen Kopf. Kein Spaß. Flying Ball. Der blinkt, glaube ich. Er fliegt. Aber ich hoffe, der fliegt gleich auch richtig. Ah, das war das Ladekabel. Es gibt gar keine Fernbedienung. Nein, ist das so ein Ding wie der... Nein, steuert man mit der Hand. Übrigens fühle ich mich mit dieser kranken nasalen Stimme und diesem Pullover irgendwie wie Ariana Grande. Ja, da ist schon ein bisschen Ähnlichkeit, oder? Bevor ich das jetzt austeste, lade ich euch ganz herzlich ein, dieses Video wirklich bis zum Ende zu schauen, um absolut kein Produkt, was sich hier drin befindet, zu verpassen. Weil... Ja, weil halt. Okay, cool. Wie schalten wir das an? Hier on. Hä? Oh. Immerhin keine Batterien. Hier ist man schon ein bisschen moderner. Wir müssen das Ding erstmal aufladen. Oh, nervig. Wir laden es kurz auf. Aber dann freue ich mich drauf. Hier lädt's jetzt. Weil wir aber natürlich gerne Zeit verschwenden wollen. Wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach was stinknormales. Naja, so normales ist auch nicht. Und züchten mal wieder unsere eigenen Kristalle. Ah. Bis dieses Fliegeding funktioniert. Ich habe halt auch eine Schere, geil. Oh, die sieht gar nicht mal so schlecht aus. Weil ich heute nicht so Bock auf Chinesisch habe, gönne ich mir die deutsche Anleitung. Nee, Englisch ist das. Diese Kristalllösung kommt jetzt erstmal in diesen Measuring Cup. So viel. Na dann. Warum hinterfrage ich das überhaupt? Ich habe ja schon eine Anleitung, für die ich dankbar sein soll. Ich habe jetzt hier kochendes Wasser. Ich glaube bis zu 80. Heiß. Berühren, bis sich das auflöst. Und wenn dieses Wasser von 95 auf 45 Grad geht, tun wir dieses gelbe Ding rein. Gelb heißt, unser Kristall wird auch gelb, weil darauf bildet sich dann der Kristall. Also ich sehe hier noch so ein paar kleine Knödel. Oh Leute, ich habe vergessen, meine Chemikerbrille aufzuziehen. Die habe ich doch sonst immer bei so Versuchen auf. Safe schütte ich mir das jetzt in die Augen oder so. Wir dürfen den Stein ja erst reintun, wenn das ein bisschen abgekühlt ist. Deswegen stelle ich das jetzt zur Seite. Und wir kommen zu unserem Fliegeding. Ciao. Weil darauf habe ich keinen Bock mehr. Ich hol's. Boah, ich hoffe, das geht jetzt an. Hier an. Seht ihr es leuchten? Leute, das ist Pflanze von meiner Decke, weil da hängt eine. Und das Ding ist reingeflogen. Oh Gott. Ich verstehe es nicht. Warum? Oh. Aber warum geht es so schnell hoch? Oh ja! Oh mein Gott. Zum ersten Mal geht sowas. Das ist actually cool. Sonst geht sowas nie. Wenn das einfach runter geht, dann stoppt der automatisch. Aber es geht. Warum will ich dieses Ding einfach draußen anmachen und es geht unendlich in die Höhe? Aber es ist halt Umweltverschmutzung. Aber es wird unendlich weit fliegen. Aber wie steuert man das nach rechts und links? Weil das so geil war, kommen wir auch direkt zu unserem nächsten Gegenstand. Weil den Kristall kann ich leider noch nicht reintun, weil es immer noch sehr, sehr heiß ist. Übrigens, das war nicht das einzige Fliegeding, das hier noch drin ist. Ah, geil, hier kann man voll seine Nase jucken, weil ich bin ja ein bisschen erkältet. Hey Leute, das wird jetzt ein bisschen verrückt. Niemand weiß, warum ich mir das bestellt habe. Aber wenn es fertig ist, ist es so geil. Und zwar...
eine Holzachterbahn. Das ist doch nicht so viel. Ich habe es mir schwerer vorgestellt. Also laut Anleitung sieht es okay aus. Soll ich das jetzt basteln? Irgendwie habe ich Saulust gerade. Ich mache das jetzt mal auf. Ich blende euch hier mal ein Bild ein, wie Diamänder aussehen soll. Und man kann dann diese Kügelchen da hochfahren lassen, dass sie dann in der Murmelbahn fahren. Okay, das ist ja auch der Sinn von der Murmelbahn. Aber trotzdem, ist voll cool. Ich hoffe, das wird jetzt was, weil ich habe da irgendwie total Bock. Was liebe ich? Hey, da stehen ja sogar alle Buchstaben drauf und auf der Anleitung auch. Also eigentlich kann es nicht so schwer sein. Ich fange jetzt for real an. Klick die einfach so raus. Oh nein, aber wenn da was kaputt geht, dann ist es halt kaputt. Und das wäre dumm. Schon falsch gesteckt. Ich skippe jetzt mal zu dem Part, wo ich hier ein bisschen weiter bin. Zack. Bis jetzt ist erst eine Minute vergangen und ich habe schon so ein ganzes Gerüst. Jetzt habe ich hier unten einfach schon so eine Mechanik. Hier werden am Ende, glaube ich, diese Kugeln hochgedreht. Aber die hätten echt mal einen Sekundenkleber mitliefern können, weil ich habe die ganze Zeit Angst, dass es bricht. Machen wir weiter. Ich hoffe, die Mechanik funktioniert gleich, wenn es drauf ankommt. Und ich bin jetzt schon bei der zweiten Seite. Leute, jetzt beginnt der Anbau. Weil es kommt ja noch eine ganze Achterbahn hinzu. Oh mein Gott, hier. Wir müssen kurz unterbrechen. Mittlerweile habe ich aber sogar die Bahn hingebaut. Das ist jetzt lauwarm genug, um unseren Kristall rein zu tun. 3, 2, 1. Und den lassen wir jetzt sitzen und warten, bis sich Kristalle bilden. In der Zeit baue ich weiter. Ta-ta-ta-ta! Leute, ich bin fertig. Und das waren die ganzen Bögen. Also insgesamt hat das jetzt eine halbe Stunde gedauert. Was für dieses Ding echt okay ist. Ich muss euch zeigen. Es sieht halt so professionell aus. Dann dreht man an diesem Griff. Aber ich verstehe halt nicht, weil die hängen halt noch. Die müsste man irgendwie mal ölen. Ah, deswegen habe ich hier Schmirgelpapier. Ja, oh mein Gott, ich muss alles einmal abschmirgeln. Ja! Wie gut es jetzt läuft. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Ich nehme mir eine Kugel, setze die hier unten rein. Okay, wir haben das erste Glied. Was? Doch, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste. Oh, es ist irgendwie ein bisschen schief jetzt. Siebte und... Ah, der Tisch ist schief, oder? Naja, jetzt. Sie hängt wieder. Man muss einmal einstellen. Okay, jetzt ist sie wieder am Anfang, aber es war einfach ein Flop. Nochmal. Wir drehen hoch. Alles klackert hier irgendwie. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja! Das ist geil. Geiler als unser Kristall, weil das Wasser ist einfach nur pipi-gelb. Da passiert schon noch was. Ich kann gar nicht beschreiben, wie stolz mich das Ding macht. Leute, ich habe auch herausgefunden, es geht auch Turbo. Achtung. Achtung. Okay. Scheiße, es geht auch nicht Turbo. Turbo. Hä, eben ging... So gut geht Turbo. Turbo lassen wir sein. Und wir kommen zum nächsten Produkt. Oh, das waren gleich zwei Sachen. Bin ehrlich. Okay, also einmal haben wir hier richtig geil eine Ballonrakete. Keine Ahnung, wie es geht. Aber auch halt Schnee. Ist das so ein dummer Schnee? Bin ehrlich, ich habe keine Lust auf Schnee. Wir machen es jetzt ganz, ganz Schnee. Wie schlecht der Wortwitz. Versteht ihr? Bringt hat sich hier immer noch nichts getan. Ich habe jetzt hier einen Teller mit so ein bisschen Wasser. Eigentlich hätte ich jetzt gesagt, oha, endlich haben wir Schnee, weil draußen liegt ja kein Schnee. Aber tatsächlich liegt gerade draußen Schnee. Rein damit. Oh mein Gott, der wird irgendwie größer. Leute, was? Das ist keine optische Täuschung. Das wird... Oha, das ist gerade so... LOL. Wie schnell ging das jetzt? Es war so, puff, einmal da. Okay, lol. Schneeballform geht irgendwie mit dem Schnee auch nicht. Naja, okay. 3 von 10. Wir kommen jetzt zu unserer Ballonrakete. Und alles, was in diesem kleinen Tütchen ist, ist immerhin eine Anleitung. Strohhalm. Noch aus Plastik, oha. Diesmal nicht aus Mathef trinken. Sticker. Ballon. Schaumstoff. Pups. Und wie geht das jetzt? Also erstmal kommt dieses Ding da raus. Nein, der Strohhalm ist eben kaputt gegangen. Ihr verarscht mich. Okay, ich hoffe, das passt jetzt. Jetzt bohre ich hier durch. Tu den Strohhalm auf dieses Ding. Weil dieses Ding kommt auf den Luftballon. So, diese komischen Sticker klebe ich irgendwie da so auch dran. Ich sehe schon, es wird voll der Flop. So. Lass es jetzt los. Ja! Okay, wir machen es jetzt nochmal richtig, richtig. Ich lass los. Ich schieße den jetzt mal zu euch. Hä? Der hat ja gar nicht genug Power.
nicht Schwindel erkannt. Go. Ja, jetzt! Jetzt steigt er. Und jetzt sinkt er. Oh, wenn er ganz groß ist, dann steigt er voll hoch. Ja! Oha, ja! Ja! Oh, oh. Aber dann halt auch ganz schnell ganz tief. Das nächste Spielzeug auszuprobieren, freue ich mich schon die ganze Zeit. Denn hierbei handelt es sich um einen Projektor. Nicht nur irgendein Projektor, sondern der kann nur eine Sache projizieren. Oh, ich brauche Batterien. Batterien rein. Nehmt euch jetzt mit ins Dunkle. Am besten einfach ins Badezimmer, da ist immer dunkel. Und jetzt klicke ich auf diesen Knopf, okay? Wo ist der Knopf? Ich finde ihn nicht. Nein! Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Also für alle, die es noch nicht wissen, das ist der Mond. Vor allem, wenn er an der Decke ist. Oha! Wow! Ich bin richtig sprachlos gerade. Kleines Update zum Kristall. Noch ist kein Kristall da, aber die Oberfläche wird ein bisschen anders. Das war so geil, dass wir direkt zum nächsten Gegenstand kommen. Und wir bleiben im Bad, aber jetzt geht's nicht um Licht. Was laber ich eigentlich? Und zwar habe ich hier... Oh nee, ey, wenn ich das schon wieder sehe. Das erinnert mich an die Murmelbahn, da habe ich gar keinen Bock. Oh, das fällt schon auseinander. Hier geht es einfach um ein Dampfboot. What? Okay. Ich schreibe gerade mit meiner Schwester und habe ihr gesagt, ich drehe gerade ein Video. Ihr habt euch alle gegrüßt. Grüße von hier. Das will dafür jetzt erstmal das Wasser decken. Weil die ganze Badewanne wäre irgendwie Verschwendung. Wie bei der Murmelbahn muss man jetzt erstmal dieses Holzzeug aufbauen. Ich meine, ich bin jetzt ja schon Profi. So cool. Jetzt füllt man dieses kleine Ding hier mit Wasser und tut den Deckel drauf. Und darauf wiederum diesen Strohhalm. So, ja, okay, das ist ja perfekt dafür. Und dann haben wir hier so ein Boot und irgendwie muss es hier so drauf. Hier sind tatsächlich so Klebedinger dafür. Ich meine, auf hoher See kann es ja auch wackeln, da muss es ja alles fest sein. Und ich habe es falsch rumgeklebt. So, jetzt kam dazu eine Kerze. Das Glas springt doch, wenn das so lange erhitzt wird. Erstmal testen, ob das Boot überhaupt auf Wasser hält. Ja. Ich meine, es kann ja nichts passieren, weil wir sind ja schon auf Wasser. Okay, die Kerze anzünden. Oh Gott, das rußt, aber... Leute, ich bin in Deckung gegangen, deswegen seht ihr mich nicht. Ich habe mir eine Sicherheitsbrille geholt. Ja, ja. Fährt es gerade? Hier dampft es jetzt schon schwarz. Ich weiß irgendwie nicht, ob ich das richtig mache. Das färbt sich so krass schwarz. Passiert jetzt was? Ja, jetzt. Ja. Ich stelle es nochmal gerade hin. Wo fährt es jetzt hin? Ich muss mich kurz hinsetzen. Ich habe da gerade meine Hand hingehalten. Da ist irgendwas passiert und ich weiß nicht was. Au, ich habe mich voll verbrannt. Nicht zu Hause nachmachen. Nirgends. Niemals. Vielleicht könnt ihr mir erklären, was da eben Chemisches passiert ist. Wirklich, als ich die Hand hingehalten habe. Keine Ahnung. Im Gegensatz zu der Murmelbahn kann das Ding Turbo. Das wäre voll gruselig. Ganz kurz, bevor wir zum nächsten Produkt kommen. In diesem Video grüße ich die liebe Andela, denn du hast mein letztes Video kommentiert und bist Abonnent meines Kanals. Wenn ihr also beim nächsten Video gegrüßt werden wollt, müsst ihr einfach nur Abonnent des Kanals sein, jetzt diesem Video einen fetten Daumen nach oben geben und irgendwas kommentieren. Peace. Hab ich lieb. Weil wir hier immer noch keinen Kristall haben. Jetzt zum nächsten Gegenstand. Wuhu. Okay, das war too much. Das ist voll ähnlich zu der Ballonrakete, aber halt ein bisschen besser, hoffe ich. Wir haben drei Propeller, die wir hier einfach anstecken. Dann nehmen wir uns... Ja, was nehmen wir uns denn dann? Ah, den Ballon stecken wir dann hier so durch. So, ah. So. Oh, das Ding wird abgehen. Ah, wenn wir jetzt aufblasen und drauf tun. Wow, sag nicht, dann dreht sich das. Das wäre, oh, das wird cool. Bevor wir das tun, warum kommen da keine Kristalle? Leute, oh nein. Das Wasser muss verdunsten, damit sich der... Wie lange soll das da... 4 bis 15 Tage. So lange werde ich mein Video nicht drehen. Oh, ich dachte, das geht schnell. Okay, dann machen wir es einfach so. Ihr geht jetzt alle in meinen WhatsApp-Channel. Der ist 100% kostenlos. Ihr müsst einfach nur auf WhatsApp It's You suchen und dort beitreten. Also den halt abonnieren. Und aktiviert übrigens dort auch die Glocke, damit ihr absolut keine Nachricht mehr von mir verpasst. Und eben auch nicht, wenn hieraus ein Kristall geschlüpft ist. Dann poste ich das nämlich da. Und übrigens, alle, die bis hierhin meine YouTube-Videos schauen, geht mal jetzt auf meine WhatsApp-Gruppe und reagiert auf den allerneuesten Post, egal welcher es ist, mit einem grünen Herz. Schaffen wir das? Ich gucke dann mal, wie viele es von euch werden. Okay, und jetzt machen wir aber mal das hier. Boah, bin ich aufgeregt.
Okay, erstmal aufblasen. Jetzt stecke ich das drauf. Ja, ich hab's. Wenn ich jetzt loslasse, müsste der hochgehen, bevor ich das jetzt mache. Schaut euch an dieser Stelle ein weiteres Video auf meinem Kanal an. Gebt diesem Video jetzt einen fetten Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert den Kanal, um kein Video mehr von mir zu verpassen. Ich habe euch ganz, ganz doll lieb. Und der hier ist für euch.